Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer brandneuen Folge Storyteller. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind schon in Kapitel 10. Wir sind also fast schon auf dem Endspurt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Oh, doch, gibt es sogar ein paar. Ich habe hier schon was gelöst. Ah, das war mal eine Mission, die nach dem Update ist die wahrscheinlich verschoben worden. Okay, und hier ist das letzte Kapitel. Ja, verstehe. Also die haben ein paar Themen auch hin und her geschoben wahrscheinlich. Okay, na gut, interessant. Also Kapitel 10 ist heute dran. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, gerne liked. Ihr wisst, wie das geht. Ich muss doch hier gar nicht mehr was sagen. Vielen Dank für eure Unterstützung hier auch bei diesem Projekt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Es wird langsam ein bisschen tricky mit den Aufgaben. Von daher bin ich jetzt gespannt, was nun auf uns wartet. Punkt 1. Versuchung. Oh. Oh, das wird wieder einfach jetzt. 3 Punkte. Furcht vor Apfel. Was ist denn... Okay, das wirkt ja abgefahren. Was ist denn die Verführung? Okay. Eva wird vom... Oh, sie isst ihn einfach. Zack, zack. Was macht Adam? Oh, okay, okay. Alles klar. Das machen beide. Dann kommt das Gericht. Man isst nicht den Apfel, Eva. Ja, genau. Und jetzt hat Adam... Adam hat nichts dazugelernt. Ah, doch Adam, wenn er es sieht, dann hat er natürlich dazugelernt. Okay. Und das ist nicht die Furcht vom Apfel? Furcht vor Äpfeln. Hm. Muss ich es andersrum machen? Oh. Adam ist ja übel tot. Okay. Ah, halt. Vielleicht ist es das. Hm. Interessant. Er sagt nein, kein Apfel. Er isst den Apfel. Okay, ich hätte jetzt geschworen, dass es das hier ist. Adam tötet und dann hat sie Angst vor dem Apfel. Habe ich doch gerade schon gemacht, oder? Okay, na gut, also irgendwie, vielleicht habe ich mich getäuscht, aber irgendwie habe ich gedacht, das hätte ich gerade schon gemacht. Gut, also, Adam isst den Apfel, wird dafür natürlich sofort bestraft, Eva von daher fasst den Apfel nicht mehr an. Okay, ich denke, das Thema wird jetzt noch häufiger aufgegriffen. Gott ist über jeden glücklich? Gott ist über jeden glücklich. Adam und Eva dürfen den Apfel nicht essen. Sind beide im Paradies und er sagt, nicht den Apfel essen. Finde ich auch gut, dass das die einzige Regel ist. Adam isst den Apfel. Und Gott tötet ihn. Aber Adam kommt wieder auf die Welt. Und sagt deswegen Nein zum Apfel. Ah, ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Moment. Wir müssen das abkürzen. Wir machen das so. Ja, okay. Ich hab's. Guck mal, Adam isst den Apfel. Dann verführt er Eva auch, den Apfel zu essen. Historisch nicht ganz korrekt, aber ist es das überhaupt? Und dann können wir hier zweimal Wiederbelebung machen. Und dann... oder auch nicht. Und dann kriege ich beide in einen... jetzt dachte ich, ich hätte es. Aber müssen ja auch noch beide Nein sagen zum Apfel, ne? Verführung. Kriegen wir beide da rein? Nein. Oh, das ist schwierig. Gott ist glücklich, wenn sie Nein zum Apfel sagen, richtig? Das haben wir gerade festgestellt. Mir passt das nicht in die Panels rein. Müssen sie sterben vorher? Ja, ich meine, sonst hätte ich Wiederbeleben nicht, ne?
Das ist schwierig. Also für eine Person kriege ich es hin. Aber halt, er sagt jetzt ja auch nein zum Apfel, weil er sieht das. Dann wird Eva wiederbelebt. Und jetzt sagen beide nein zum Apfel, weil jetzt haben beide gelernt. Okay, okay, wow, das war knackig. Verstanden. Eva isst vom Apfel. Adam lernt seine Lektion, ohne vom Apfel zu essen. Na gut, dann machen wir es so. Und jetzt kommt Roy. Also ich nehme an, das ist jetzt das gleiche Thema, nur in verschiedenen... Ja, ja, genau. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein gutes Thema. Das finde ich ganz cool. Adam sieht zu, wie seine Liebe stirbt. Also Adam und Eva lieben sich also vorher. Dann ist aber Eva leider etwas nachlässig mit der Apfelregel. Und deswegen wird sie getötet. Adam sieht zu, wie seine Liebe stirbt. Au, und jetzt seinetwegen? Okay. Seinetwegen, das würde bedeuten... Adam isst vom Apfel und dadurch Eva auch. Jetzt wird Adam getötet, wird dann aber wiederbelebt und muss jetzt zugucken, wie Eva getötet wird. Okay, wow. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber die Wiederbeleben-Karte ist natürlich echt eine Bonuskarte. Okay, das haben wir auch gelöst. Jetzt kommt die Rache. Die Rache. Nietzsche kommt jetzt ins Spiel. Friedrich nimmt Rache? Okay. Friedrich Nietzsche, was machst du denn jetzt plötzlich im Paradies? Liebst du Eva? Darfst du Eva lieben? Oh, naja, sie hat auch wenig an. Also ich glaube, da braucht es nicht viel für Nietzsche. Verstanden. Aber warum nimmt er Rache? Nee, 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 die Waffe will er nicht. Oh, wisst ihr was, was jetzt passiert? Ich glaube... Aber wir haben kein Wiederbeleben. Ich glaube nämlich, Nietzsche wird von Eva... Nee, Nietzsche wird nicht von Eva verführt. Ah, doch, wartet mal. Oh, Nietzsche! Nietzsche sagt einfach nein zum Apfel. Der kennt die Regeln, ne? Der kennt einfach die Regeln. Aber an wen nimmt der Rache? Kann er am Gericht Rache nehmen? Nein! Das gefällt mir. Wie cool. Nietzsche. Verstanden. Das ist ein gutes Panel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, schön. Ja, haben wir das auch gelöst. Ich glaube, dann können wir noch Kapitel 11 spielen heute. Kommen ja richtig voran. Oh, jetzt geht's ab. Der König. Das sind 5 Kapitel sogar. Okay. Na gut, direkt mal rein. Ungesund. Zyklische, beidseitig toxische Liebesaffäre. Was passiert denn jetzt? Oh, die Musik gefällt mir. Okay, wir haben König und Königin. Die beiden lieben sich natürlich. Aber die streiten auch. Oh, jetzt pass auf. Aber wo Liebe ist, ist auch Streit. Das ist ganz klar, ne? Also, sie lieben sich, aber sie streiten auch. Die Königin vergisst aber, dass sie gestritten haben. Deswegen... Ne, beide. Beide vergessen, dass sie gestritten haben. Und deswegen lieben sie sich wieder. Und dann streiten sie wieder. Das gefällt mir. Zyklisch beidseitig toxische Liebesaffäre. Ach, ist das lustig. Ey, das Spiel ist der Hammer. Was für ein... Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Und nah an der Realität. So, doppelte Hinrichtung.
Doppelte Hinrichtung? Oh, die Königin hat wieder einen Hinrichtungsfinger. Oh, Affäre. Oh, ganz klar, die Königin, die ist die meiste Hinrichterin. Die sieht natürlich, zack, hier, die Affäre ist sauer. Und was macht sie? Kurzen Prozess mit Magd und König, ganz klar. Aber der König nimmt Rache? Oh. Okay, ist der König im Busch? Nope, die Königin liebt doch nur sich selbst. Aber sie sieht ihn auch, sie sieht ihn auch. Guck, guck, wie sie guckt. Ah, ist das gut. Aber der König nimmt Rache. Ah, Moment, was ist, wenn die Königin die Magd hinrichtet? Und jetzt ist der König so sauer, dass er die Königin hin... Oh, oh König, hatte nun mal also erste Affäre und dann gleich noch die Frau. Na gut, konsequent, mein Lieber. Doppelte Hinrichtung. Jetzt kommt die Säuberung. Oh, jetzt geht's los, ey. Purge. Drei Köpfe rollen. Okay, drei Köpfe rollen. Wir haben eine Entführung, eine Hinrichtung und eine Affäre. Puh, es wird sehr kompliziert. Also, ich würde sagen, die Königin hat eine Affäre mit dem Prinzen. Die Königin will nicht, aber sie sieht auch wieder den König im Busch. Guck mal, wie sie guckt. Zack. Das ist so das Beste. Nee, passt auf, wir machen es anders. Der Baron entführt die Königin. Zack. Okay, dann lässt der König dafür den Baron hängen. Nein? Königin wird gerettet vom Prinzen. Liebt ihn jetzt deswegen? Okay, Moment. Stay with me. Sie liebt ihn. Jetzt muss aber erstmal der Baron gekillt werden. First things first sozusagen. Also das ist die erste Order of Business. Jetzt lungert der König natürlich wie immer im Busch rum. Und diesmal liebt die Königin den Prinzen. Und das gefällt dem König natürlich gar nicht. Ich mache ihm schon mal die Stage hier fertig. Er setzt sich hier schon mal zweimal gleichzeitig hin und boom, boom, rollen die Köpfe. Drei Köpfe rollen. Sehr schön. Cool. Das gefällt mir. Also die Mechanik habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Von daher sollten wir das hier auch hinbekommen. Beförderung. Vom Tellerwäscher zum König. Also muss die Magd auf den Thron, würde ich behaupten, oder? Ist das die letzte Nummer sozusagen? In dem Moment hier. Das muss passieren, würde ich behaupten, ne? Okay. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Vom Teller... Hochzeit. Der König kann jetzt nicht einfach die Magd heiraten. Das macht er auch wieder nicht. Affäre ist so cool. Das will ich jetzt mal gucken. Das will ich jetzt sehen. Was ist? Ich meine, die beiden haben ja offensichtlich eine Affäre. Aber heiraten tut er sie nicht. Okay, interessant, interessant. So, jetzt ist die Königin sauer auf die Magd und deswegen entführt sie die Magd. Dann wird die Magd vom König gerettet und er ist sauer auf seine Frau, völlig zu Unrecht, weil er hat ja damit hier schon echt einen verkackt. Na gut, aber er hat die komplette Königsauthority und lässt seine Frau hinrichten. Boom. Und ist jetzt frei für die Magd. Vom Tellerwäscher zum König. Mann, oh Mann, oh Mann, so schnell geht's. Gratulation, liebe Magd. Das war... auch eine Art Intrige, aber das ist jetzt das hier. Baron regiert alleine. Jetzt bin ich gespannt. Der Baron muss den König und die Königin loswerden. Regiert alleine. Okay, also. Wir wissen, der Baron ist sehr gut darin, die Königin zu entführen. Und er ist sehr gut darin, Leute von der Klippe zu stürzen. Okay. Und dann ist er... Ah, wie kriegt er die Drohne? Er kann sich nicht einfach
dröhnen. Okay, interessant. Er kann aber auch nicht einfach die Königin heiraten, weil die Königin hat überhaupt kein Problem damit, alleine zu regieren. Tricky. Oh, ich weiß es. Der Baron tötet den König. Das macht die Magd sauer. Magd, bist du sauer? Nee, die Magd ist nicht sauer. Interessant, ich hätte jetzt geschworen, die Magd ist sauer. Wie? Oh, ich war mir sicher, ich hab's. Der Baron, die Königin, Klippe. Wie kriegen wir das hin? Oh, okay. Doch, es muss hiermit anfangen. Der König muss aus dem Bild. Der König wird vom Baron getötet. So. Dann. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Ich hatte gerade einen sicheren Gedanken. Der Baron. Oh. Ja, das muss es sein. Der liebt nur die Krone, deswegen wird er die Magd ablehnen. Die Magd wollte den Baron heiraten, nämlich. So, dafür entführt sie jetzt den Baron. Nein? Ey, die Magd ist zu lieb. Die Magd ist eindeutig zu lieb. Wie kriege ich denn die Magd da rein? Baron regiert alleine. Das ist eine fiese Nummer. Oh, ich will das jetzt rauskriegen. Da packt mich jetzt dann doch der Ehrgeiz. Jetzt will ich einmal was hier alleine hinbekommen, wo ich hänge. Okay, also wir müssen irgendwie den Baron mit der Königin verheiraten. Das ist definitiv etwas, was passieren muss. Und zwar ungefähr hier. Na, die beiden müssen heiraten. Dann entführt er sie. Und jetzt, ach so, wie wird er denn zum König? Nee, er muss irgendjemand heiraten, der König ist. Und dann sie entführen als letztes. Die beiden müssen heiraten und dann entführt er sie und dann wäre er quasi. Aber warum heiratet die Königin den Baron? Weil der Baron sie gerettet hat aus einer Entführung. Aber warum wurde die Königin entführt? Und von wem? Was macht die Königin mit der Magd? Die stehen da, genießen den Ausblick. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Eieieiei, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich probiere jetzt mal ein paar Sachen aus, einfach um zu gucken, was hier passiert. Aber die Magd will ja den Baron nicht, ne? Dass sie das nicht macht, sie ist doch heartbroken. Sie ist doch wirklich sauer auf ihn. Schmeißt sie ihn von der Klippe? Vielleicht ist das mehr ihr Ding. Nee, das will sie auch nicht, interessanterweise. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe auf dem Schlauch. Oh, Moment. Vielleicht will sie nur den Baron nicht entführen, aber vielleicht entführt sie die Königin auch nicht. Ey, Magd, was machst du eigentlich? Sei doch mal ein bisschen böse. Stößt du sie runter? Auch nicht. Sie ist keine Killerin. Eindeutig keine Killerin. Eieieiei. Das ist schwierig. Der König will auch den Baron nicht heiraten. Oh, halt. Kann daraus was entstehen? Entführt er eigentlich den König?
Aber macht er das immer? Ja, das macht er immer. Also muss auch das nicht passieren. Eieiei. Oh, okay. Ich habe eine Idee. Jetzt, das ist der Anfang. Baron regiert alleine. Das muss man machen. Jetzt passt auf. Er ist sauer auf den Baron, aber nicht verliebt in die Magd. Jetzt passt auf. Ich glaube, es muss Folgendes passieren. Ich glaube, der Baron tötet die Königin. Jetzt wird der König von der Magd gerettet und heiratet deswegen die Magd. Aha. Dann tötet der Baron den König. Aha, auch nicht? Auch nicht. Ich bin aber auf dem richtigen Weg. Die Königin ist tot. Deswegen kann der König ja wieder die Magd heiraten. Dann muss das ja eigentlich gar nicht passieren. Aha, okay, nochmal von vorne. Ich glaube, ich komme drauf. Schwierige Geburt, sorry. Ich stand jetzt echt auf dem Schlauch. Aber ich glaube, es geht folgendermaßen. Der Baron regiert alleine. Ich glaube, es geht folgendermaßen. Die Königin muss sofort sterben. Boom. So. Dann ist der König frei und kann die Magd heiraten. Da kennt der nichts. Er braucht ja schließlich eine Königin. So. Easy. Dann kommt natürlich der Baron wieder und killt auch den König. Natürlich. Kennt er nichts. Aber die arme Magd, die ganz, ganz unglücklich ist, weil sie jetzt ihren König verloren hat, heiratet natürlich den Baron, weil, hey, man braucht einen König. Der König ist tot. Lang lebe der König. Jetzt entführt der König die Magd und kann jetzt deswegen alleine reagieren. Ach so, nee, er muss es heftiger machen. Er tötet die Magd. Okay. Baron regiert alleine. Wow. Das war nicht leicht. Oder ich stand einfach extrem auf dem Schlauch. Okay. Na gut. Ihr Lieben, ich denke, das reicht. Wir haben ein weiteres Kapitel abgeschlossen und stürzen uns einfach in der nächsten Episode hier ins Finale langsam. Ich bin gespannt, hoffe ihr auch. Wie immer, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.